Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part vom Last Epoch. So, wir starten jo, also mit den Missionen vom zweiten Monolithen, also dem zweitniedrigsten. Und ja, wir machen sehr viel Schaden, wir sind relativ schnell. Und jetzt kommen ja auch die Geschwindigkeitsmodifikatoren, den passiven Skilltree vom Söldner, glaube ich, oder wie er heißt. Wächter. Kann das sein? Wächter. So, deutsche Sachen sind mir noch nicht so wohl. Gut, jo, alle bekannt. Ja, ich habe ein bisschen im Livestream, ja. Dieses Monolithen einfach bis wir genug Stabilität haben für die Mission gemacht. Hier muss ich eigentlich gar nicht durch, oder? Ja. Oh, doch ein paar Gegner natürlich. So, weil ich so schnell gehe. Also, und ja, haben ein paar gute Sachen gefunden. Und ja, einen Idol mehr, die Roten da. Genau. So, einen Helm brauche ich eigentlich nicht mehr so dringend. Das hat wegen dem Einfrieren schon cool, aber wenn man nicht eindeutig einfrieren will oder darauf schaut, dann ist es einfach zu gering. Und ja, die Cold-Resistenz braucht ihr ja noch im Akt 7. Also könnten wir irgendwas anderes nehmen. Vielleicht gibt es jetzt gerade etwas, was ich tragen könnte. Oder ich mache es einfach auf den nächsten Part dann. So, oder wir nehmen gerade den neuen Helm, der hat glaube ich ein Potenzial. Vielleicht auch bessere Werte. Nee. Unbedingt unseren benutzen ist schlechter. Gut. Jo, ich bin an einem neuen, an einem Beastmaster dran. Der eine Runenmeister war leider nicht so gut, sehr mana-intensiv. Und deshalb konnte ich nicht so gut weiterspielen. Haben wir im Livestream gezeigt. Immer auf twitch.tv slash dragobowser natürlich. Jeden Tag. Hoffentlich. Kann auch mal passieren, dass ich nicht kann. Und, genau. Ja, den neuen, der ist jetzt Akt 4 gleich. Geht extrem mordsmäßig ab. Er macht so viel Schaden. Das ist unglaublich. Jo, hat nur Nahkampf, also diesen Gankenhieb. Aber dafür noch ein Wolf, der uns beschützt. Und ja, gut, die Defense Layer, wie zum Beispiel Slow. Ja, und scheinbar ja, kann man ihn mit ihm gut Bosse besiegen, weil über 800% mehr Schaden und so. Oh, da hat er sehr viel Schaden gemacht. Sollten wir nicht gerade so tanken, diesen Frisbee-Wurf. Könnte eigentlich Shuriken sein, oder? Aber den gibt es schon länger als die Rogue. So. Gut. Wunderbar. Also, der Bild kann eben noch ein bisschen verletzlich sein wegen Nahkampf und so, aber jo, das schaffen wir schon. Und mit ihm kann man sicher dann auch die großen Echos machen dann. So. Dann schauen wir mal, wie wir da gegen die Siege-Golems ankommen. Oh, gerade sehr viele Äxte geschossen. Wahrscheinlichkeit ist aber ein bisschen höher schon. So, zuerst mal ein bisschen buffen. Der eine ist dir nicht angelockt worden scheinbar. Mit wenig Mana. Weil die sind ein bisschen stärker als die, die auch vorkommen könnten. Habe ich aber, glaube ich, noch nicht so gesehen. Und wo ist der andere? Dann. Gut. Ja, das ist jetzt nicht so gut gewesen. Jo, wir haben gut. Life Leech macht uns nicht so viel aus. Und wenig Mana zwischendurch. Also hier, ja, können wir mal mitnehmen. Critical Strike Multiplicator ist cool, aber doch nicht auf Köln. Also
Muss ich jetzt nicht unbedingt hoffentlich mitnehmen. So, und ja, Suits, okay. Aber, yes. Nehmen wir auch nicht. Ja, sehr wenige. Was haben die das irgendwie runtergeschraubt? Okay, also Bosskampf. Es wird wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger sein, weil wir so im Nahkampf sind, aber genau, wir haben ja auch viel mehr Leben und nein, Fritsch. So, machen wir genügend Schaden? Hallo, wo ist der Balken? Ich will einen Balken haben. Ich will einen Balken, Vater Freddy. Zeig deine Lebensenergie an, lieber Boss. Leider immer noch verbuggt. Aber gut. Schade, dass wir so nicht angreifen können, der Feigling. Wir können ja mal das Schild rausnehmen. Ja, ja, es ist da. Jetzt, man sieht es fast nicht. So, wieder raus. Ja, es macht Schaden. Ich weiß, dass es ein bisschen Schaden macht. Boss ist immer ein bisschen übertrieben. Aber dafür kann man sich auch schützen, eigentlich. Wenn man halt ein bisschen mehr spielt und ein bisschen mehr grinden darf. So, jetzt muss aber bald dann der Ding kommen. Die Invasion der dummen Adler. Okay, dieser Griff macht auch ein bisschen Schaden. Ja. Okay, jetzt. Gut, der hat dann auch ein bisschen mehr Leben. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Schaden machen können. Aber das machen wir relativ schnell, vor allem mit der mit der Backspeed. Das sind wir dann auch schneller mit dem Wirbelsturm unterwegs. Das ist toll, dass das skaliert mit dem Backspeed. War wahrscheinlich in Diablo 2 schon der Fall, aber nur wenig, da war er relativ langsamer. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass die Smites nicht uns so heftig treffen. Das war ja mit dem Spayblade da fast unmöglich. Das Energy Sheet nicht so. Also der Schutz nicht so regeneriert hat, wie ich gedacht habe. Ja, müssen wir halt. Was? Ich wurde schon wieder dreimal getroffen oder so. Okay, das ist ein bisschen gefährlich. So. Sollte aufhören zu wirbeln, wenn ich. Ja, wir versuchen es nochmal. Wir haben meistens beim ersten Mal irgendwie Pech, weil das verbuggt ist. Aber das tut uns sonst eigentlich nie töten. Und das habe ich jetzt zweimal gesehen, dass man einfach irgendwie mehrmals getroffen wird, obwohl man einfach nur drin steht. Und ja, der Balken hier auf einer Seite dann nur ist, müsste eigentlich nicht mehrmals treffen. In der Mitte kann ich es vielleicht ein bisschen verstehen. Aber das war ein heftiger Ding, das ist viel stärker. Und ja, ich habe ein bisschen wenig Feuerresistenz, Mist. Ja gut, kann auch deswegen ein bisschen stärker gewesen sein. Einfach nicht gerade reinlaufen lassen. Oh, musst du gerade so schlecht kombiniert kämpfen? Wurde ja gut für dich. Ja, Bosse sind mit diesem Bild einfach noch schwer. Es ist halt ein Autoproc-Bild und Autoproc-Bild sind immer schwer gegen Bosse, wie sie richtig funktionieren. Und dann sind die meistens leichter. Also ich hoffe es auch hier, dass wir ein bisschen mehr Chancen gegen Bosse haben später. Aber es ist noch ein bisschen zu früh. Also so Autoproc-Bild sind meistens erst spät dann richtig stark. Aber gut, so OP wie halt ein Pesofexer können sie nicht werden. Also vielleicht der wird, aber der muss jetzt zuerst mal ein bisschen gelevelt werden. Und wir sind früh dran, oder? Wir haben eigentlich nur durchgerusht. Wir sind ein bisschen zu früh dran. Es kann schon sein, dass wir halt nochmal sterben muss. Aber was ich eigentlich machen muss, ist wirklich nicht gerade drin stehen, sondern ein bisschen außerhalb werden. Er wird ja trotzdem getroffen. Es ist wirklich ein Bosskampf. Die ersten zwei Bosskämpfe sind wirklich zu stark für so früh. Zu schwer. Aber gut. Kann man nichts machen.
Müssen wir halt ein bisschen Geduld haben. Oh, ich habe einen Heiltrank getrunken. Aus, ja, Angst, dass ich getroffen würde. Aber wir bekommen ja auch zwischendurch immer wieder über. So, jetzt muss ich einfach hoffen, dass er nicht gerade... Ja. Gut, also man kann es ausweichen auch mit Wirbelwind. So, jetzt muss ich sowieso noch kurz ein bisschen Mana regenerieren. Weil ich denke, Smites wurden heftigst geblockt war. Nein! Okay. Man überlebt, wenn man nicht mehrmals getroffen wird, überlebt man's. Und jetzt muss ich einfach noch schauen. Genau, Heiltränke. So, jetzt rüber. Wow. Man lernt so schnell die Bosse. Also beim zweiten Mal hat man schon viel bessere Chancen. Wenn man es einfach wieder ein bisschen kennt. Aber ich kämpfe halt so wenig gegen diesen Gegner. Boah. Der hat mich fast wieder umgebracht. Meine Güte, ist der stark und schnell. Wer hat so eine Chance gegen den? Yes, er ist früher gestorben, als ich dachte. Okay, Stiefel. Ja, auf jeden Fall Stiefel. Immer diese... Oh. Reichen Stiefel, der Edelstiefel. Wunderbar. Beim zweiten Mal ist ja schon okay. Aber der Bild, der ist einfach noch nicht fertig. Das ist eine richtige Baustelle. Man stirbt einfach, weil man noch nicht ganz so stark sein kann. Ich gehe hoch. Hoch sind wir schon längere Zeit nicht mehr gegangen. Einmal sind wir nach Westen gegangen, einmal nach Südosten. Und also nach links oder nach rechts unten. Und ja, ich glaube eher nach links gegangen. Kommt einfach darauf an, welche Bonis da einfach am Anfang sind. So mache ich es immer. Ja, das gute Idole droppen leider noch nicht so. Müssen wir noch ein bisschen nach oben kommen. Also jetzt können wir wieder besser leveln. Wir sind ja jetzt eigentlich 5 Level wieder höher. Als die Gegner. Dadurch leveln wir wieder schneller. Und jetzt werden wir da noch ein paar Levels bekommen, endlich. Haben wir eben diese Schnelligkeit, oder? Ja, mit Schwert. Wir tragen ein Schwert, haben wir Schnelligkeit. Und mit Keule haben wir, glaube ich, kritische Multiplayer. Muss ich gerade noch kurz schauen. Jetzt machen wir das kurz davor noch. Also, was haben wir? Axt ist Zauber. Aha, Schwert und Axt, aber ich habe noch einen anderen Punkt. Und das hier. Genau, also eine Axt ist Blutungschance, das wollte ich noch sagen. Und... Ja, Zweihandkeule ist einfach Nahkampfschaden, nicht Multiplayer. Multiplayer von Crit selber, ja, Bestärkung, Multiplikator. Jo. Ich finde vor allem diese Geschosse vom Paladin da, diese kleinen gelben Geschosse, jetzt haben wir es gesehen, ziemlich nice. Sieht einfach schön aus. Und Smythe ist halt immer sehr schön. So. Was haben wir sonst noch? Nein, nicht. Nicht nur das Casten. Halb unsichtbares. LP-Regeneration, okay. Götze. Ja, ich muss schauen, dass ich da mehr Elementar-Resi bekomme. Hä? Aber in dem Wirbeln. Ja. Ich muss mehr Elementar-Resistenz haben. Während dem Wirbeln, weil wir da so einen Skillpunkt gesetzt haben. Der die Distanzen Ding. Also ich hätte beim Boss eigentlich laufen sollen, wenn ich gesehen habe, er setzt einen Skill ein. Aber das ist so wahnsinnig schnell. Was haben die Entwickler eigentlich geraucht beim Boss entwickeln? Sie haben das einfach zu wenig getestet. Können doch nicht alle so blitzschnell sein. Wahrscheinlich haben sie so mit, ja damals hat es ja noch keine Rogue gegeben.
sag ich so, mit einem mega schnellen Sentinel-Bild getestet. Ja, das klappt ungefähr. Die Spieler haben keine Probleme mit so kurzen Dingen. Ja, wir wollen sie auch ein bisschen anspruchsvoll machen. Okay, das geht. So mit 200-300% erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit. Also ich muss den zuerst nehmen, dafür müssen wir nochmals Axtchance. Okay. Und dann haben wir noch ein paar Level. XP mit dem Book. Den mache ich jetzt mal nicht, denn der bringt ja nur immer schlechte Belohnungen. So, ja, die gehen schon ziemlich schnell. Sehr gut. Okay. Schon eine Kiste mit schlechtem. Schlecht im Handschuh. Die Skelette werden jetzt richtig durchgerüttelt und zerfallen dann schön. Also ich muss nicht sagen, es wird immer wieder gesagt, das Trefferfeedback wäre nicht gut, aber die spielen nur den ganzen Anfang, da sieht man es noch nicht so gut. So, ja, ziemlich im Endgame, ja, macht man genug Schaden und ist genug schnell, dass das Trefferfeedback eigentlich ziemlich gut ist. Sonst würde die Krabbe da auch nicht unbedingt so sehr rum gedrückt werden. Ich finde es gut. Also, ja, soll natürlich noch besser sein, aber es reicht schon mal. Und ja, die Kampagnen, die zwei, werden wahrscheinlich trotzdem noch nicht kommen. Es wird hoffentlich im Mai dann wieder ein Update kommen mit der Kampagne. Schon. Ja, müssen wir noch ein bisschen Geduld haben mit der Kampagne. Ist ja aber auch gut, sie ist jetzt schon zu lange und zu eintönig. Tja. Eben wenn man mehr zu tun hätte, wenn es ein bisschen mehr Rollenspiel wäre, wäre die Kampagne natürlich viel spannender. Aber so läuft man halt sie nur durch und weiß ja ganz genau, was kommt und was passiert. Also es, ja. Ich meine, im Hack'n'Slay-Genre muss halt auch eine gute Story hin und es ist meistens keine gute Story. Ein bisschen Hintergrundwissen und so, aber mehr auch nicht. Das, ja. Also mir gefällt sie schon ein bisschen. Ich bin ja nicht so mega verwöhnt, aber ich habe halt schon gute und viele Geschichten über Bücher gelesen und so und kann dafür sagen, davon sagen, ja, ich brauche es nicht mehr so dringend, gute Stories. Tue sie auch lieber selber schreiben. Das mache ich lieber jetzt momentan in Gameform oder dass ich das in einem eigenen Spiel eigentlich zeigen kann, wie die Story oder so. Wie Storytelling geht und alles. Brauche aber dafür viel Zeit. Und ja, ich habe mir heute eigentlich gedacht, so, ich mache erst später Livestream am Abend, weil die meisten sowieso jetzt am Nachmittag noch arbeiten oder Schule haben oder so. Und mache das eigentlich fast jeden Tag ab jetzt so, dass ich einfach, wenn ich denke, ja, viele arbeiten, tue ich nicht Games spielen. Sondern also zuerst einfach mal Let's Playen natürlich, ein paar Parts machen. Und während dem Hochladen dann immer am Spiel ein bisschen entwickeln und coole Sachen wie zum Beispiel Map Design und ja, so Scripts, wo ich auch ein bisschen vielleicht Hilfe bräuchte oder so, mache ich dann in einem Livestream. Dann kommt eigentlich immer anfangs ja, so ein Game Livestream und später kommt dann ein, also zuerst kommt ein Game Design Livestream und dann kommt ein Game oder und meistens ist es ja momentan halt der Minecraft Server und später auch noch den Rollenspiel Server von GTA und ja, Last Epoch kommt dann meistens halt ein bisschen später für diejenigen, die halt früher ins Bett müssen, können dann das meistens ja dann einfach nachschauen. Ich tue sie relativ schnell auf YouTube veröffentlichen, die Parts, also die Aufzeichnungen. Gell?
Und sollte eigentlich jetzt auch wieder klappen, jeden Tag einen Livestream zu machen, ein Video zu machen. Ich rede jetzt gerade ein bisschen Stuss. Genau, dass wieder jeden Tag eine Folge kommen kann. Aber es war schon hart zu Livestream, oder? Mich wieder ein bisschen einzugewöhnen. Viel zu spielen, lange zu spielen. Es ist ein bisschen schwer, weil ich nicht so viel spiele eigentlich. Sonst, ich will lieber mit euch zusammenspielen. Ich will euch zeigen, wie ich spiele. Das ist viel wichtiger für mich. Und das war auch die Livestream-Saison wieder. Jo. Motiviert mich halt schon mega. Aber es kann manchmal sein, dass ich einfach müde bin. Jetzt bin ich früh heute Morgen wach gewesen. Ich musste zum Arzt. Und der hatte nur einen Termin so früh. Ja. Aber ja, heute muss ich noch nicht so viel Game Design. Ich habe immer wieder kürzere, kleinere Maps gemacht, Jump'n'Runs auch probiert und so. Es ist ein bisschen schwer. Ich muss mich zuerst reinfinden ins Game Design, weil es ist einfach ein neuer Editor für mich. Ich habe eigentlich immer Unity Engine verwendet und jetzt Unreal Engine. Und ja, so Roblox und einfach gemoddet und so. Das war noch für einen Editor. Ich kenne jetzt gerade die Namen nicht. Ich habe öfters so zwischen 2008 und 2013 Games designt. Und ja, die Editoren, weiß nicht mehr, wie die hießen. War ein bisschen kompliziert jetzt beim Namen her. Waren noch nicht gut damals. Ist wirklich toll, dass Unity Engine so etwas Tolles entwickelt. Dass man viele Sachen auch nicht so schwer machen muss. Also die Scripts, bei den Scripts wird unterstützt, bei den Animationen, das ist sehr wichtig, das konnte ich nie gut. Da habe ich es nie so richtig gelernt. Ja, so Sachen. Und vielleicht bekomme ich ja dort ein bisschen mehr Unterstützung über. Naja, man bekommt heutzutage halt schon wenig Unterstützung als Let's Play und Livestreamer über. Auch auf so Servern. Sind einfach zu wenig, ja, gewollt von den Zuschauern. Ich sag wieder zwei Handkörner. Schade, dass wir nicht nochmal so ein Smite. Wir brauchen einfach mehr Wahrscheinlichkeit. Es geht bis zu 8, nein, bis zu 9 sogar. Ja, wir brauchen mehr Wahrscheinlichkeit auch. Gut, das geht noch einige Zeit. So. Ja, dann gehen wir mal hier rüber und dann ist Idol. Unbedingt Idole farmen, aktiv. Ist Nahkampf noch. Ist wirklich nichts. Schade. Genau. Der Boss, der ist halt wegen Avalanche. Lawine. Hat ein bisschen schwer für Nahkämpfer. Ist noch ein bisschen schwerer als der vorherige. Dann kommen aber Bosse, die relativ gut im Nahkampf machbar sind. Das ist wirklich ein Spiel, was eher für Fernkämpfer ist. Das ist einfach ganz klar. Noch heftiger als Pass of Exile. Jo. Da muss man einfach ein bisschen Ausdauer haben als Nahkämpfer. So. Ja, der nächste Beat, eben der Beastmaster, der neue Beat. Der ist halt auch wieder Nahkämpfer. Aber es hat gute Reichweite, diesen Prankenhieb, den man verwendet. Man hat eine gute Reichweite. Sogar mehr, als ich gedacht habe. Ist ziemlich cool. Und halt der Schaden stimmt dort auch. Hier halt eben mit mehr Procs, mit schneller Angriffsgeschwindigkeit und so, stimmt der Schaden sicher auch. Und hier brauchen wir halt Legendaries. Also immerhin spielen wir ihn mal besser. Weil er hat schon viele Items benötigt. Ah ja, diese Schuhe, hä? Wann kann ich die tragen? Wir sind noch nicht so hochlevelt. Oder doch, können sie ja nicht schon tragen. Wir nehmen jetzt einfach die Schuhe mit noch. Das tragen wir eigentlich. Ja, diese Schuhe, die ganz viel Energy Sheet gibt und schützt nochmal so ein bisschen. Aber ich denke, ja, mit den Schuhen mehr Schaden machen und so. Mehr Brandschaden. Ist schon wichtig. Vor allem der Boden wird halt aus Lava. Der Boden ist Lava. Ja, einfach Magma. Boden. So. Da haben wir auch die Gegner, die wir besiegen müssen.
gehabt. Beide gleich. Auf, es waren zwei, gell? Ja, es waren zwei. So. Sehr gut. Wunderbar. Also diese Fiery Dragon Shoes. Wo sind die? Da. Aha, doch weiter mehr. Ah, 67, okay. Die müssen wir mitnehmen. Und ich würde gerne so eine Rüstung hier zu haben. Ich weiß nicht, ob ich genügend Nekrose-Widerstand so habe. Nein, leider nicht. Aber wir bekommen schon wenige Schaden. Wir haben Life Leech. Also nicht, dass wir da alles... Und wo haben wir Life Leech? In irgendwelchen Passiven oder so? Ja, die Rüstung ist völlig unsinnig. Wir brauchen jetzt momentan die Nekrose Resistenzen. Ja. Rüstungsbruch, okay. Er geht auch schnell, hä? Also der Bild, der ist halt wirklich toll mit dem Kill Speed. Der kleinen Gegner. Und jetzt werden wir immer wieder schneller. Ich hoffe, das schaffen wir noch in den Part. Ja, ich kann momentan auch längere Parts machen. Also noch gerne so 40 Minuten jetzt dann. Wegen, ja. Einfach, dass wir ein bisschen mehr zeigen können. Ein paar Level. Und ja, weil es einfach sehr viel Spaß macht, 40 Minuten zu. Okay, ich bin gerade stuck. Das gibt's halt immer noch. Aber das wird wahrscheinlich mit der 1.0 dann weg sein. Also nicht mehr lange. Dann einfach mal die Bugs weg zu haben, ist hoffentlich sehr motivierend. Ja, es passiert ja nicht viel. Ist nicht so schlimm jetzt schon so, ja, noch Bugs auszuhauen, aber gut. So. Ich lieber noch ein bisschen schützen mit diesen Ziggis. Dafür habe ich wenig Mana dann. Kostet sehr viel Mana, diesen Ziggy. Ist wegen diesem Sofortcast. Ich könnte es auch rausnehmen. Aber so. Wir bekommen doch manchmal auch ein bisschen Mana über. Ja, nein, ich wollte eigentlich nicht nochmal einsetzen. Ich habe gerade darüber nachgedacht. So. Also, was haben wir denn hier Gutes? Ich habe gesagt Gutes. Rüstungsbruch. So wenig Chance. Lebensriss. Fähigkeit Echo. Nein, es ist beides nicht das Richtige. Es ist beides Echo. Schade, okay. Wir bekommen sie sicher bald. Also bei den höheren, also bei den ganz oben Monolithen, Level 90er Monolithen, ist die Dropchance dann wirklich okay, finde ich. Also, ja, dass ich zweimal dort gefunden habe und einen während der Kampagne. Ja. Also es lohnt sich, diese, ja, Smite Prox auf Wurfschaden in der Kampagne noch zu holen. Ja. Müsste ein bisschen Akt 7 fahren. Akt 6 schon. So Ende Akt 6 hat es die meisten dieser großen Idole. Und auch schon vorher in Akt 5. Ende Akt 5. In dieser Ruine, also die so in einer Krypta seid nach dem ja, Lager dort. Majesa. Jo. Dort gibt es auch gute Drops. Falls ihr eben den Bild machen wollt und genug früh zu diesen Idolen kommen wollt, könnt ihr es so machen. Aber sie sind ein bisschen seltener dort. Jo. Gut, war ein toller Part. Dankeschön. Und ja, ich mache jetzt jeden Tag einen Part. Zuerst mal eine Pause und vielleicht mache ich heute noch einen Part, um dann morgen einen zu haben. Aber morgen habe ich auch Zeit und kann auch noch ausschlafen. Ja, heute war es wirklich zu früh. Aber dafür bin ich auch irgendwie wach. Vielleicht muss ich gar nicht immer so viel schlafen, auch wenn ich trainiere und viel livestreame. Aber hätte es einfach gerne mehr Schlaf, klar. Ist ja gesünder. Gut, dann Dankeschön für die Unterstützung. Und ja,
Ich hoffe, ich mache euch Spaß. Gell, dass es euch gut geht. Dass euch nicht Langeweile ist immer wieder. Dürft ihr gerne auch bei mir ein bisschen Spaß holen. Tschüss.